Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WRC. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt noch ein paar Aufnahmen. Oder Aufnahme, ja doch Aufnahmen. Ja, warum lädt das jetzt ja nicht? Ich will Level 1 haben und dann... Ja, die Citroën C2 Trophy sollte doch ein paar Punkte geben. Ja, ein Auto können wir ja doch da plus haben. Und ja, ich mache jetzt noch mal kurz einen Screenshot, oder ja, so, da ist der Screenshot gemacht und wir sind wieder in Bulgarien. Da sollte das Auto ja doch liegen, hatten ja da auch schon ein paar Freuden. Achso, wir haben zwei Rallyes, einmal Bulgarien, einmal Frankreich, also Alsace, wo wir beim letzten Mal waren, je zwei Rallyes, also sollte das dann doch funktionieren. So, Angriffsdruck machen wir mal schon hoch. Ja, machen wir es so. Gänge. Halt, Angriffsdruck will ich viel haben. So, Gänge. So, Fahrzeughöhe. Können wir schön. Ja, machen wir lieber mal so. Schön hart. Und da passt das dann. So. Wir haben den RX-Reifen von Pirelli. Ich hasse Pirelli. Muss ich echt sagen, also Pirelli ist, seitdem die in der Formel 1 hier diese Rotzreifen produzieren, für mich unten durch. Muss ich echt sagen, also marketingtechnisch haben die sich mit ihren besonders weichen Action-Reifen, sage ich mal, da zumindest bei mir keine Freude gemacht oder sich nichts erkauft. Das ist echt erbärmlich, was die da für Reifen produzieren. Wenn man das umrechnet, nach 15, 16 Kilometern sind die Reifen im Prinzip schon im Arsch. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Und wenn man dann sagt, ja, wir haben Öko-Reifen oder grünes Image oder ja, wir fahren mit Hybrid, ja, bevor man da sich darauf beruft, sollte man vielleicht... Sind langsam. Sind echt langsam. Scheiß Pirelli. So. Nein, also wir müssen ja echt mal ein bisschen pushen, also. Das missfällt mir ehrlich gesagt. Habe ich mich doch ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Setup. Eigentlich hoch. Moment. Das starte ich jetzt mal neu. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade sehr ehrenhaft, aber das starte ich jetzt mal neu. Also, sowas will ich nicht auf mir sitzen lassen. Egal. Wir fahren jetzt wieder hier in Bulgarien. Wo war ich hier geblieben? Ach, bei Pirelli. Ja, Pirelli, das ist jetzt echt nicht so die Reifen, die ich da gerne auf mein Auto irgendwann mal drauf machen würde, wollen, können. Nein, also, nein. Das macht echt keinen Spaß. Wenn die dann noch in der Werbung bringen, dass die irgendwie Innovationen aus dem Motorsport übernommen haben, ja, dass die sich auflösen in nix und man da, das sieht ja jetzt schon deutlich besser aus, 2 Sekunden Vorsprung rund, das klingt deutlich besser als 1 Sekunde Rückstand. Bin ich jetzt nicht groß anders gefahren. So. Ja, ich finde die Grafik hier in dem Spiel einfach auch geil. Ich habe ja jetzt nicht mal auf höchster Stufe gestellt und sieht trotzdem richtig geil aus. Das hat echt irgendwie was, muss ich sagen. Also grafiktechnisch ist das Ganze durchaus mit, in Anführungsstrichen, durchaus mit 1:20:12 zu vergleichen. Mit dem Unterschied, dass jetzt auch mein Rechner nicht laggt. Ja, muss ich echt sagen, ich habe F1 auf demselben Niveau, Grafiktechnik, Detailstärke und so etwas, so vom optischen her, wie hier WAC, und ich kann bei F1 schon ohne Aufnahme nicht spielen. Also das laggt permanent, sobald da mehr Autos als 3 Stück irgendwie bei mir im Umkreis von, weiß nicht wie viel,
Pixeln zu sehen sind, da leckt es. Es ist echt scheiße. Und ja, das macht dann auch keinen Spaß, wenn man da leckt und oder es leckt, man da überhaupt nichts für kann. Ich habe laut Engine-Technik da keine Probleme und es leckt einfach. Und dazu noch natürlich so ein paar Bugs, wie was ich neulich auf Sysbeti hochgeladen habe. Das werde ich hier vielleicht mal in die Kommentare posten, oder als Videoantwort posten. Euch mal angucken, was da sinnlos passiert ist. Ich fahre über einen Abweiser, der, weiß ich nicht, 30, nicht mal 30 Zentimeter, also 10 Zentimeter maximal Höhenunterschied hat, auf, also minimal, aber es sind ganz normale Randsteine, den gibt es auf jeder Strecke irgendwie, zumindest so vom Optischen her. Ich fahre dort drauf. Dann ist das so ein Styroporschild, wo ich eigentlich mit dem Auto gegenfahren müsste und es kaputt gehen sollte. Und ich fliege, zumindest sieht es so aus, ich fliege über dieses Schild, überschlag mich mehrfach und lande dann auf meinem Reifen, auf meinen vier Rädern wieder. Und nichts ist am Auto kaputt. Ich habe aber auf Schadenssimulation realistisch gestellt. Ja, und das ist einfach scheiße. Sobald man ja 2-3 Zentimeter neben der Strecke ist, also neben Asphalt, da gibt es ja hier so schöne grüne Auslaufzonen, die Fahrer auch alle gerne komplett mitnehmen, weil die FIA auch nichts gegen hat. Und man wird auf diesen Strecken dann so runtergebremst, dass man, also auf diesen Stückchen, wenn man da erst ein oder zwei Reifen ist, dass man schon, ja, die Fahrt an sich vergessen kann. Das ist einfach nur Schrotz. So, wir haben hier erste Etappe gewonnen. Das Auto sieht etwas demoliert aus, aber es ist mir reichlich egal, weil ich dafür kein Geld bezahlen muss. Und ja, 7 Sekunden auf den Franzosen, da glaube ich schon in der Alsace-Rallye letztens, da uns ziemlich dicht auf den Leim ging. Und ja, da geht's jetzt weiter. Jawohl, Schotter, Asphalt und Schnee sind 3 Bodenbelege. Oh, welch Wunder. Und darauf darf ich auch noch Rennen fahren. Ha. Schrecklich, was hier manchmal so durchläuft. So, wir haben jetzt ein komplett repariertes Auto, haben noch über eine Viertelstunde Zeit. Na gut, so viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber egal. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach die nächste Etappe. Setup-Technik und so sollte ja eigentlich das Ganze funktionieren. Lass uns mal überraschen. Wir sind jetzt hier an einem anderen Startpunkt, waren wir noch gar nicht im Let's Play. Das ist eigentlich aber meine Lieblingsteilstrecke von ja, Bulgarien, muss ich echt sagen. Hier unten ist das hier Donaudelta. Ich glaube, Donaudelta soll das hier darstellen. Da haben oder Donautal. Ah, Mist! Es ist das Pech, wenn man nicht hört, was der Co-Pilot sagt, weil man hört dann auch nicht solche Hinweise wie Achtung Steine oder Achtung nicht schneiden. Ja, schade. Da muss ich mir echt noch irgendwie was einfallen lassen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Muss ich vielleicht noch ein bisschen rumexperimentieren. Egal. So. Ich würde dann jetzt hier mal schön weiter pushen. Achtung, hier sind Steine. Merken. Fotografisches Gedächtnis. Hoffentlich bleibt es bei mir drin. Und dann hier durch. Dann hier an dem Haus lang. Jawohl, jetzt hier ein kleiner Jump. Ja, mit dem Citroën macht das jetzt hier, mit dem Kleinen macht das jetzt nicht so viel Spaß. Da fehlt einfach ein bisschen Bums, dass es da ein bisschen größer Sprung wird. So. Ja, hier mit dem Sprengler, das kotzt mich natürlich ein bisschen an, dass ich hier ein bisschen langsamer werde. Ich hätte gedacht, ich habe hier mehr Verlust, weil ich ja doch eher ein bisschen niedriger G
gegangen bin mit dem Auto, aber durchaus geil, muss ich sagen. So, da pushen wir weiter. So, volles Risiko gehe ich hier gerade auch stellenweise. Aber ich will auch hier möglichst schnell durchgehen. Ich will mich ja nicht unbedingt bei diesen niedrigen Sachen unbedingt aufhalten, auch wenn ich natürlich die Ford Fiesta Trophy mache, einfach der Vollständigkeit halber. Das wäre dann auch, glaube ich, weiter oben dann die XP beziehungsweise das Geld, um dann eine höhere Klasse zu machen, wenn wir das nicht machen. Also früher oder später müssten wir es sowieso machen, und dann mache ich es lieber gleich, als dass ich es dann später nochmal mache und mit dem Fronttriebler nicht mehr klarkomme oder sowas in der Art. Das macht dann auch keinen Spaß. Ja, nicht zu weit rauskommen. Schwupp. Hier um die Kurve rum, und dann geht es hier in Richtung Staudamm schon wieder, wo wir vorhin lang gefahren sind. Wenn ich das jetzt so von der Map her, jawohl, in Erinnerung habe, dann gut, ist eine Brücke. Aber macht ja nicht großen Unterschied. Was ich nicht verstehe, die haben ja überall solche schönen Reifen hingemacht. Warum sind da zwischendrin Lücken? Vor allem hier auf dem geraden Stück brauchen die nicht die Reifen, die brauchen die eher dann auf diesen Kurvenstücken. Hier zum Beispiel, wo man sich dann mal raustreiben lässt oder sowas, und mal vielleicht zu weit, dass es dann ist, okay, oder hier unten, wo die Leute stehen, aber nein, da sind dann natürlich dort genau, wo die Leute stehen, diese Lücken mit den Reifen, das verstehe ich nicht so ganz, aber naja, das ist ja Sicherheitskonzept à la Belarus oder so etwas in der Art, das muss man nicht unbedingt verstehen. Ja, Belarus ist jetzt nicht gerade hier Bulgarien, aber à la Bulgaria, auf alle Fälle osteuropäisch, auch wenn es hier schon fast südländisch ist, oder eher südländisch ist, aber egal. So, 12 Sekunden Vorsprung, also die Rallye, diesen Teil der Trophy haben wir schon mal gewonnen, das ist schon mal gut, und damit haben wir dann vielleicht auch schon die Trophy an sich gewonnen. Nein, die Trophy an sich haben wir noch nicht gewonnen. Da müssen wir ja noch durchs Alsace durch. Aber für den Moment sehen die Voraussetzungen gar nicht mal so schlecht aus. So. Schwupps, da haben wir gewonnen. Hier hart abbremsen und jawohl, kannst du ein bisschen winken. Freu dich. Und ja, 12 Sekunden insgesamt. Da haben wir doch deutlich Punkte gut gemacht. Und ja, hier das Punktesystem aus der Formel 1. Gefällt mir zwar ehrlich gesagt nicht so ganz, aber egal. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Heute mal ein bisschen kürzerer Part, aber egal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.